Leute! Das war kacke. Also ich habe ein bisschen Muni gerade eingesammelt. Ich weiß nicht, ob da noch was anderes im Raum war. Ja. Oh Gott, du bist... Das war ich. Du musst winken, bevor die wieder aufstehen. Wieso stehen die immer auf? Also einer von denen ist gerade wieder aufgestanden. An der anderen Seite verschlossen. Oh, willst du wirklich? Ja, dann lass es schnell weg. Okay, jetzt müssen wir da nochmal herkommen. Bitte, lass mich bitte auf die Leiter. Jetzt schnell. Oh mein Gott, ey. Ich kann sowas nicht ab. Ich bin einfach zu sehr Schisser. Wann ist das nur vorbei? Gehen wir zurück. Wann ist das nur vorbei? Es hat ganz angefangen. Oh, da ist noch einer. Nein. Ich kann nichts machen. Das Messer ist halt auch echt schwach. Muss man mal so sagen. Guck mal, ich habe schon zwei Schüsse aufgebraucht für den. Kann ich irgendwas machen? Ich kann nichts machen. Guck, wie viele Schüsse ich für den brauche. 4 und Messerrangelei. Ich bin gleich schon tot. Ja, bist du. Das ist nicht cool. LS plus B ausweichen. Die Meldung kommt jetzt. Pop. Okay, vielleicht sollten wir echt nur abhauen. Vielleicht sollten wir echt auf die scheißen und einfach dran vorbeilaufen. Jetzt ist die Tür offen. Da ist Kräuter. Da ist noch einer im Gang. Da ist einer im Gang. Das ist einer im Gang. Oh mein Gott. Ja, ich brauche eigentlich keine Heilung, Udo. Egal. Egal. Guck mal, mit dem Wunder-Deo haben wir uns geheilt. So, warte, der wird hier gleich in die Ecke. Boah, siehst du, wie bepanzert der ist? Wie soll ich... Oh Gott, hier ist aber. In die Hocke. Vielleicht ist das Spiel schlau genug. Er läuft dran vorbei. Ja. Wir rechts. Oh nein, der hat mich. Er hat mich gesehen. Oh Gott. Ausweichen. Okay, weiter. Ich bin Lockvogel. Wieso, du willst rennen? Ja. Wieso willst du rennen? Nein. Mission sparen. Oh, Alter, wie man gerade... Oh Gott, was? Du läufst, glaube ich, in die... Achso, nee, der ist mir hinterher. Der ist hier hinterher. Oh Gott, wo willst du hin? Wo war denn die Sackgasse. Tür mit dem Schlüssel? Sackgasse. Dann nimm doch woanders hin. Ich weiß, du bist du. Wo war denn die Tür, wofür wir diesen... Ich hab die Tür. Ah, du hast die Tür. Perfekt. Guck mal, Zombies können nicht durch Türen gehen, das ist der Vorteil. Oh, okay. Ich muss mal eben was trinken. Gib mir mal bitte was zu trinken. Ich hab ein Kraut in der Zeit aufgesammelt gerade. Wir können uns also heilen. Du bist mit deiner Taschenlampe keine große Hilfe. Ich kann damit ja auch nichts machen. Ich würde dir gerne, wenn ich nur könnte. Du brauchst eine Waffe. Moment. Okay. Ja, weiter geht's. Ich sage so, du verletzt mich jetzt. Geh weg damit. So, was haben wir zum Inventar? Du hast Kraut. Ich hab ein Kraut aufgesammelt. Du hast 15 Muni. Schuss für die. Die kannst du haben. Soll ich dir die geben? Ich gebe dir die. Moment. Kannst du das? Übergeben. Bitte. Kraut. Ach guck, jetzt haben wir 29 Schuss. Perfekt. Ich bin einfach fürs Heilen da. Ich nehme die Kräuter. Du hast ja auch mal eine Waffe bekommen, oder? Ich hoffe. Nee, das kann doch lustig werden. Ja. Okay, los geht's. Leute. Ich schaffe das. Oder so. Ein Glück, dass ich sowas nicht mit einer schreckhaften Frau spiele. Guck mal, jetzt können wir den Experimentierblockschlüssel in das Experimentierblockschloss tun. Experimentierblock. Um die Experimentierblocktür zu öffnen. Danke, ja. Oh mein Gott. Moment. Ja. Ich muss gerade schon kurz durchatmen. Okay. Können wir durch die Tür gehen? Moment. Are you ready? Verzeihung, ich muss mal ganz kurz hier raustappen. So. Mal gucken, ob es das tut. Letzte Follower werden immer noch nicht anständig geupdatet. Das kotzt mich richtig an. So. Das ist doof, ja. Ja, ich versuch's gleich, wenn wir ganz kurz gleich einmal durchatmen können. So, wenn diese Passage vorbei ist, dann gucke ich nochmal eben. Aber genau, das wird bestimmt besser. Ja. Ich gehe durch die Tür, ne? Ja, mach. Es ist okay. Da liegt eine Waffe, heb die auf. Ich halte die Waffe auf jeden Fall, dass er wahrscheinlich gleich aufsteht. Nein, du kannst die Schroti tragen. Ist ernsthaft? Ja. Deine Waffe. Vielleicht kannst du mir. Oder vielleicht kannst du die nur aufheben und.
wechseln. Warte. Die Pistole wird ja hier nicht. Waffenanordnung, ändern Sie Position Ihrer Waffen. Ja, nur die Waffenanordnung. Okay, gut. Ach so. Darf ich mal eben ganz kurz gucken? Jetzt sag mir nicht, dass die wirklich die ganze Zeit keine Waffe kriegt. Ich bin für Science zu. Ja, keine Ahnung, da werden wir uns nochmal schlau machen. Zwei Schuss. Wollen wir mit zwei Schuss? Warum kann man nicht über diese Menschen laufen? Warum blockieren die? Ja, aber Hauptsache, du kannst irgendwie deinen ganzen Kopf in meinen Arsch stecken auf der Leiter. Ich glaube, Moira kann das nicht, aber später die anderen zwei Protagonisten können ja beide rumballern. Mal sehen, vielleicht lernt sie das noch. Eigentlich lernt sie das noch, soweit ich weiß. Nein, auch ich überhaupt nicht. Hat sie es gesagt? Sorry, Schusswaffen fasse ich nicht an. Nicht nach der Sache. Was ist so für eine pazifistische Schnitzel? Tut mir leid, ganz vergessen. Vielleicht finden wir etwas anderes für dich. Alter, gib mir irgendein Samurai-Schwert oder so. Nein, oder sowas. Ehrlich. Meine ist mir dein Charakter sympathisch. Du bist die Taschenlampenschnepfe. Nee, jetzt wirklich, ich ganz glaub, ehrlich, ist etwas was soll Glänzendes, das? Aber ich kann's nicht erkennen. Ich leuchte mal mit der Lampe. Kling. Okay. Wie, ich bin einfach... Brecheisen. Kannst ein Brecheisen nehmen. Kann ich das? Puh. Ja! Eine Schlagwaffe. Ich kann mit Schlagwaffen. Da oben leuchtet noch was. Ja. Oder kann man erst mit dem Brecheisen angreifen? Dann geht man hinten mit dem Brecheisen. Man kann mir eher Brecheisen. Bla bla bla. Du liest so schön vor. Ich bin immer wieder begeistert. Indem sie Gegner von hinten mit dem Brecheisen trifft, kann sie diese betäuben. Mhm. Okay, dann mach mal weg hier. Ich will betrieben. Hier, da oben leuchtet noch was, du. Warte, erst an, dann kling. Taschenlampenprofi. Kling. Was ist das? Toppers. Noch ein Edelstein. So, dann gucken wir mal. Du kannst jetzt zuschlagen, ne? Bam. Geht doch. Okay. Hier, dann walte mal deines Brecheisenamtes. Und du kannst die Tür so aufmachen. Schön gemacht, Räckchen. Hast du gerade Räckchen zu mir gesagt? Was war das? Was war das? Hast du das gesehen? Ja, den du gleich mit deiner Brecheisen niederschlagen wirst. Ja. Sieht sie? Mara denkt genau wie ich. Claire, hast du das gesehen? Okay. Los, komm. Ich würde ja gern messern, aber die halten viel zu viele Stiche aus. Ich bin ja eigentlich gern Munition. Warte mal. Da liegt was. Kling. Kling. Du rennst vor, ich halte die Stelle. Warte, ist da noch was? Nein. Doch. Doch. Moment. Guck mal, was uns wahrscheinlich schon alles in Gang ist, weil du nicht richtig beleuchtet Wenn hast. Wenn mir das auch nicht erklärt wird, da ist noch Pistolenmuni. Hast du mir wieder Munition geklaut. Es tut mir leid. Moment. Du Schusswaffen-Fan. Übergeben. So, zufrieden? Ich kann ja auch mal ein bisschen was tragen, ne? Kann ich auch mal ein bisschen Verantwortung haben hier? Ja, trinkst die Heilung. So, ich guck jetzt mal. So. Nein. Das bist du. Das war nur ich, ja. Okay. Warte, da ist doch noch was, oder? Dazwischen? Kling! Pistolenmunition, nur mit. Ist das jetzt ernsthaft die ganze Zeit so? Nice! Ach! Schrotflintenmunition. Bam! Das ist schon so ein bisschen altbacken, ne? Bam! Okay, das bringt alles nichts. Hauptsache, was den Karton aber nicht zerschneiden, ne? Also aus Titan. Ja. Okay, wo müssen wir lang? Was geht zum Rolltor. Jetzt kommt doch bestimmt gleich wieder irgendwie so ein Vieh, oder? Ja, aber ich habe so eine Supernatural-Schrotflinte und. Okay, ist da Tageslicht? Warte, vielleicht eher schleichen? Okay, renn halt vor, Mann. Ich wollte eigentlich nur taktisch vorgehen. Ach, taktisch, poplapap. Da hinten ist eine Tür offen. Warte mal, ich höre ganz viele. Ich fühle mich wie in The Last of Us gerade. Oh Gott, die Türen. Hinter jeder Tür ist so ein Typ unter Beobachtung. Ich wette, die Türen gehen gleich auf. Soll ich mal zur Schubkarre, ob da anfangen was zu blinken? Nein. Dann fangen wir hinter uns in der offenen Tür an. Du rennst da so durch. Ich will nichts sagen, aber bestimmt gehen gleich die Türen auf. Und Fein. Ich wette, ich habe recht. Das wäre aber ganz uncoole Situation, weißt du das? 50 Schuss. Fände ich nicht so toll, wenn ich ehrlich bin. Ja, hast du recht.
Und da reingucken? Supernatural gehört? Ja, weil die Schrotflinte so ein bisschen was davon hat. Ja, sie ist so ein bisschen so der Dean. Dean Winchester. Dean, ja, genau. Winchester Geschwister sind wir. Und weiblich. Und weiblich. Wir sind das Reboot, das in 3 Jahren schon. Genau, wir sind das Reboot, was neu wird. Guck mal, da lauert einer drin. Also mach dich schon mal gefasst, dass es gleich... Rein. Moment. Da lauert er. Also mach dich Warte schon mal, der sieht aber noch normal aus. Ja, aber ganz bestimmt sieht er das. Man, der keucht nur ein bisschen. Oh, das ist der keuchende Ed. Okay. Ich wette, gleich geht ein Alarm los und alle nur so... Oh nee, da hinten ist eine Tür auf. Hier, guck mal, hier ist schon mal einer, der ist so ein bisschen größer. Und dann noch eine Schlagwaffe in der Hand. Das ist ja fast wie ein Zug. Boah, guckt euch mal, der hat so eine krasse Maske auf. Geh mal runter auf seinen Hammer, ist noch viel besser. Der lacht ganz böse. Ich hab Angst. Also, nein. Alter, kann er eine Hand abzählen, dass es... Irgendwas triggert bestimmt. Gleich haben wir so... Wer zum Henker zitiert Gedichte? Habt ihr Angst? Weil das so ein einziges Problem ist. Sprecht mit mir. Ich fühle mich so ein bisschen sauer. Was hat das zu bedeuten? I want to play a game. Das ist eine offene Tür. Und wer genau sind Sie? Alter, das ist doch so krass. Viel Leid. Ihr wisst nicht einmal, wovor ihr euch fürchten sollt. Ja, gerade wieder irgendwas aufgeblinkt kurz. Spricht sie mit uns oder zu uns? Scheiße, wohl als auch. Ja, was wir jetzt hochgehen? Oder geradeaus? Geradeaus. Ich glaube erstmal hoch, oder? Und nach hoch kommt. Wie sollen wir denn gegen die alle gleich kämpfen? Das wird doch schon nichts. Du haust sie mit deiner Brechstange um. Ja, genau so wird's ablaufen. Ich hau sie noch mehr Türen. Oh! Wow! Wow, wow, wow! Oh, ist der sauer? Der ist ein bisschen sauer, oder? Der ist ein bisschen grumpy drauf, ja? Alter, wenn der die Tür gleich kaputt macht, haben wir ein Problem. Gleich rasten alle aus. Oh Gott, der taumelt da auch schon seine Zelle. Das ist ein bisschen oldschool gesehen. Warte, ich guck mich. Du hältst Wache und ich leuchte mal eben hier so ein bisschen herum. Das heißt, oh, ich halt Wache, Gott. Ich kann mich verteidigen. Also Revelations ist zumindest. Guck mal, hier ist eine Tür, wo man durch kann. Revelations ist zumindest wieder so ein bisschen wie die alten Riesenteile. Warte mal, was ist das hier? Hier ist so ein Gatter. Ah, hier ist auf jeden Fall. Nee, okay, da ist nichts drin. Hier ist eine Tür? Nee, ein Fenster. Alter, die flippen jetzt. Mittlerweile flippen die jetzt alle aus. Hörst du das? Ja, die sind gut drauf, die Jungs. Okay. Nee, der Typ will kuscheln. Ja, soll er. Ich stoß mit dem. Auch mit dem da, der wird gerade auch grumpy. Jetzt wirklich, das ist nicht schön. Maxi. Ja, Maxi, wer ein Bild sehen, ist mit dem Knast und sehen zwei Frauen vor der Zelle. Ja, Maxi McFly hat den Riecher. Ja, wir brauchen einen Schlüssel. Habe ich nicht Ausschnitt? Nee, hast du nicht. Gern Du heißt nicht Jill Valentine. Claire hat nicht. Alter, die werden alle laut und drehen durch. Denk mal, wir könnten das weiter aufknüpfen und hier vor der Zelle rumspringen. Yes, sir. I can boogie. Sind da nur zwei drin? Ah, der ist deine Hand. Nee, aber jetzt fangen gerade alle an zu klopfen. Ich glaube, umso länger wir warten, desto mehr klopfen die. Aber ich habe Angst. Komm einfach mal zurück. Was ist los, Junge? Offenbar. Offenbarhaftig. Messer. Ja, da hinten ist nichts in der Ecke. Ich würde sagen, wir gehen runter, dann werden wahrscheinlich hinter uns die Zellen alle aufbrechen. Dann ist hier richtig hart. Und dann. Mit deiner Tasche. Ich schaff das nicht. Ich sterbe in zu viel. Also, etwas stimmt auch innerlich. Ja, gleich triggert. Pass auf, wir müssen rennen. Ich sehe schon kommen. Irgendwie Scheiße passiert gleich. Gefängniskarte, okay, schauen wir uns die mal genauer an. Oh, toll. Alles klar, jetzt wissen wir Bescheid. Jetzt wissen wir Bescheid. Wir haben jetzt oben rechts Minimap. Och du Kacke. Verbesserung der Sicherheitsmaßnahmen. Gemäß der Anweisung des Direktors habe ich die feuerspeiende Büste vor dem Ausgang montiert. Okay, also sollten wir auf jeden Fall aufpassen beim Ausgang, dass wir nicht flambiert werden. Die Flammen, die das Ding ausspuckt, sind echt kein Witz. Selbst wenn mehrere der Experimente gleichzeitig ausbrechen sollten, werden die alle weggebrutzelt. Kein Zweifel, Durchgang untersagt.
Okay, was sagt uns das? Sobald die ausbrechen, sollten wir Richtung Ausgang, damit die nämlich von diesem Feuerding da flambiert werden. Frage ist, wo ist der Ausgang? Ich habe mich anfangs sogar verlesen und habe gelesen, direkt wird Feuerschweine Brüste. Ja, das war so krass.